Ja, willkommen zurück. Heute bin ich mit dem Telefon unterwegs. Erster Fund, also dritter Fund. Die ersten zwei Funde waren eigentlich nur Alufolie, eine Plombe. Ledbetalyl. Na gut. Erster Fund. YouTube. Der Wind zieht auf. Schaut. Eine dicke Münze. Wahrscheinlich ein Kreuzer. Erkennen kann man gar nichts. Eine Bürste habe ich nicht dabei. So, es geht wirklich jetzt Schlag auf Schlag. Nächste Bleiblombe. Nächste Ledbetalyl. Oh. Hallo, Scharfstellen. Sehe ich da nicht viel, glaube ich. Naja, Ledbetalyl. Oberflächlich. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was oberflächlich liegt. 2 cm. Unter der Schicht. Topfund. Ein Ring. Wie lange ist es her? Wow. Der muss ja äußerst alt sein, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Super Fund. Traumhaft. Ein Ring. So. Jetzt sind so. Nach langer Suche. Ja, es ist halt nur ein Brotzerring, wahrscheinlich von einem Pferdegeschirr oder irgend sowas. So, keine Ahnung, was das ist. Möglicherweise, das ist hinten mit Gewinde. Das ist Füllfeder oder irgend sowas. Keine Ahnung, wie bevor wir pennen. Schmutz auf der Kamera, oder? Oh, schaut mal so aus. Ja, ein Teil einer Schlitzrose. Leider kaputt. So, bin wieder auf dem Weg nach Hause. Wieder 2 Stunden unterwegs. Ein Münzlein zum Abrunden. Es kommt sicher noch was, wahrscheinlich. Beim Nachhausegehen kommt immer was. Ja, ich glaube ein heller Kreuzer, keine Ahnung. Soll zum Abrunden. Ein Reichspfennig wahrscheinlich. Ein Bauer ist gerade vorbeigefahren. Ich hoffe, er stehen bleibt und quatschen will. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen.
zum nächsten Mal.